Woher was hast du das bedeutet gehört, das? Jona? Das lag oben rum in der Kajüte. Wir haben da jetzt wirklich keine Zeit für. Ich dachte, es hilft uns, aber es klingt aber nicht sehr Gut, da hilfreich. offensichtlich niemand hören will, machen wir es doch wie bei den Torwallern, stimmen ab. Wer will nach Valusa fahren? Was sind denn die Alternativen? Beilung oder ostwärts aufs Meer? Was ist denn am nächsten von hier? Valusa. Außer ihr definiert mehr als da vorne. Entscheidet ihr das? Ich schaue, ob ich Karten beim Kapitän finde. Ja, gut. Wir müssen auf jeden Fall diese Arche loswerden. Wir haben es nicht unter Kontrolle. Das können wir mit dem Horn. Ich denke auch, es werden alle verrückt, die hier sind. Wir fahren jetzt einfach direkt westwärts an Land, springen von dort und stechen die Steuerfrauen tot. Ja, ich kann Doch das, was Sie auf Land wollen. laufen. Dann stehen wir aber mit Yamish Akvam in der Hand mitten in den schwarzen Landen. Das ist die Aber wollen schlechteste Sie das Idee. nicht? Ich meine, die eine will das doch. Die sagt die ganze Zeit, schließt uns ab oder sowas. Das Das kann man versteht ihr ja. nicht. Wenn die Steuerfrauen sterben, dann kann sich das Schiff nicht mehr bewegen. Vielleicht geht es unter und dieses Schwert, die anderen werden es finden. Darum lasst uns, meine Idee ist jetzt, wir sollten definitiv noch Beeilung. Gut, könnt ihr uns dahin bringen? Richtung Süden erstmal. Ich denke mal, mit meiner Geografie 9 Punkte sollte ich das hinkriegen. Richtung Warum Süden. ausgerechnet Beilung? Weil Das ist Beilung die eine nächste Planung und der befriedete Diktum herrscht. Stadt. So. Ich schaue nach den Karten. Ihr könnt ja schon einmal Kurs setzen. Der Herr Prior hält seine schützende Hand höchstpersönlich über die Stadt. Wenn wir irgendwo Zuflucht vor finsterer Magie finden, dann dort. Also dann. Wagner würde den Kurs Süd bestimmen, falls er das irgendwie bekommt. Hier drinnen kann ich wahrscheinlich nicht sehen, oder? Du hast das Schwert eingeschlagen in Tuch und möchtest dann mit Yamish Akvam die Steuerfrauen befehligen. Sie schneiden. Nee. Also, ich weiß nicht, wenn das Schwert mir abgenommen worden ist, dann würde ich demjenigen sagen, der Aktuell das hast Schwert. du es durch deine Taschendiebstahl und Fingerfertigkeitsprobe. Ragnar, Ja. gib das her. Ich Aber werde das es jetzt Schwert. anfassen und dieses Schiff befehligen. Aber das Schwert Nein, steckt Jalan, da ja das immer noch darfst du drin, oder nicht. nicht? Das Das Schwert kann steckt sich doch ja immer noch in niemand der. mehr mit ansehen. Aber das Schwert steckt doch immer noch in der Steuerfrau drin, oder nicht? Aktuell hast du es. Ja, dann würde es ja immer noch in der Steuerfrau stecken. Gut, dann greife ich danach. Achso, Ja, ja, es scheint hier wenn jeder es verrückt schon zu noch drin sein. Jetzt steckt, greift doch nicht danach. fährt das auch nach Ja. Süden. Ja, alles klar, dann. Ja, dann muss ich mir auch kein weiterer Befehl mehr geben. Gut. Ja, du fühlst dich aber auch alt. Merkst, wie ja, deine Glückslocke sich leicht grau verfärbt. Okay, Jan, hier nimm. Ich nehme das Schwert. Wunderbar. Ja, er hat aus, möchte das verhindern. Ja, dann Ich darf es auch. nicht anfassen. Was? Warum nicht? Ihr seid der Einzige, der hier neben mir noch bei klarem Verstand ist. Sie sind alle verrückt. Richtig. Fasst es nicht auch noch an, da seid ihr auch noch verrückt. Nun, Ragnar hat es auch nicht angefasst. Er hat keine schwarzen Hände und trotzdem macht es ihn verrückt. Ja, Na, verrückt würde ich habe mich ich nicht schwarze nennen. Der Hände? war Ich vielleicht habe vorher keine schon schwarzen verrückt. Hände. Ihr habt es auch nicht angefasst. Ich nehme es wieder an. Naja, Ich also. greife jetzt nach dem Scheißteil. Mir wird das zu doof. Also, Ephadaios hat es schon eigentlich angefasst. Also, er wird, Das ich ist möchte richtig. verhindern, dass Jalan das Schwert anfasst. Initiative. Ui. Initiative. Jetzt geht's hier aber richtig los. Werde ich jetzt vermutlich ausgestochen, fürchte ich. Boah. Oh, warte, 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 da kommt noch einer drauf. Warum? Wieso? Hast du gerade keine Rüstung an? Weil die Rüstungsgewöhnung nicht richtig eingetragen ist bei mir. Ja, die Basis-Ini von Evadaris wäre trotzdem höher, von Okay, daher, dann hat sie tut mir leider leid. trotzdem gewonnen. Fiona greift nach dem Schwert. Ja. Ich habe ja noch das Tuch von der Schale. Moment, Das warum heißt, ich steht da möchte es plus nicht anfassen. 11? Es ist Achso, sowieso ein ja. Tuch eingeschlagen. Achso. Greife Ja, nach dem macht euch das Schwert. unter euch aus. Wir haben ja nur ein paar Dämonenarchen unter uns her. Streitet euch ruhig erstmal. Ist in Ordnung. Ich gehe dann jetzt auch mal erstmal was essen. Oh Gott. Gut, Fiona, passt bitte darauf auf. Ich hab's nicht Was gekriegt. wolltest, was wolltest? Ne, doch, du hast es. Also mit der höchsten E hast du es. Nee. Achso. Ich habe drauf einen Angriff gewürfelt. Nee, ich wollte nur die Initiative haben. Achso, gut. Ja, dann Gott sei Dank, weil war ein Patzer. Ja. Ich hab's, dann würde ich damit jetzt erstmal einen Schritt zurückgehen. Jetzt beruhigen wir uns erstmal alle mal. Es bringt nichts, hier zu diskutieren. Es bringt nichts, seine Autorität in Frage zu stellen, wenn er hier der Captain ist. Gib das Schwert von DJ an.
Dijan ist der Letzte, der es haben sollte. Schließt es im Zimmer des Magiers ein, wir kümmern uns darum, wenn wir da sind. Aber wenn ihr das Schwert jetzt rausnehmt, dann können wir keine weiteren Befehle mehr geben, dann wird die Arche vielleicht einfach stehen bleiben. Ist sie jetzt stehen geblieben? Ne, sie läuft in Richtung Süden. So. Gibt das Schwert hier, das doch nichts anderes gemacht. Werdet ihr den Befehl jetzt einfach weiter ausführen, bis ein weiterer Befehl folgt? Frage ich mal die Paranier. Ja, solange kein neuer Befehl bekommt, müssen wir uns dem fügen, was der Kapitän sagt. Oder der Besitzer des Schwertes. Ihr macht genau das, was bis jetzt gesagt wurde, denke ich. Ich würde sagen, das Schwert von sich weg. Wir laufen nach Süden. Direkt auf die Plagenbringer zu. Also, Captain, wohin? Ist nicht gut. Südwärts. Ich dachte, das sind die Plagenbringer. Warum sollen wir denn da hin? Da sollten wir nicht hin. Meint ihr nicht, das Schiff liegt uns an? Ich wollte immer noch aufs offene Meer. Kapitän! Ja! Justin! Ihr schaut aus dem Fenster direkt nach unten und könnt sehen, wie da wohl der Ritter Jagold brüllt. Wolken am Horizont! Maraskan. Du blickst dorthin, würfel mal eine Wetterkunde. Oh, das ist kein Sturm. Oh. Probe geschafft. Das ist kein Sturm. Diese Wolke, die sich dort nähert. Das ist irgendetwas, was flattert. Und sich in euch, direkt auf euch zubewegt. Ragnar, du kannst es erkennen. Es handelt sich dabei um riesige Fledermäuse. Und damit beende ich die Runde.